Also, jetzt gibt es ein separates Video mit was habe ich alles an Eisen und Metall gefunden. Einerseits Kollegen vom Eisen und vom Metall, Gebrauchsanweisungen. Nein. Ich habe hier noch zwei Geräte, die ich finde, in Tschüssikowski. Das ist einerseits der da. Oder soll der Bruno mitnehmen für den Typ, den er kennt, der immer kommt wegen Elektroteilung fragen. Und das Holz habe ich auch für ihn schon dafür da. Und dann gibt es hier noch mehr Metall. Also eben, das ist jetzt heute zurückgeblieben vom Metall. Schade. Ups. Ja, keine Ahnung, was da ist. Sonnenstoren. Richtig gross, oder? Bruno schnallt da, wenn ich es dort hin tue. Das ist für die Leute zum Mitnehmen. Und da tue ich jetzt eben einen schönen Sack füllen mit Brösmeli. Oder? Und ich möchte euch eben den ganzen Metallmüll zeigen. Das ist noch gut, oder? Das ist so wie, hey, don't drive in. Den lasse ich gerade dort. Ich hoffe, die Leute schnallen da, dass der nicht weg soll. Oder? Und vom Metall oben im Estrich, meine ich, habe ich jetzt nur noch einen Christbaumständer da oben gelassen. Jetzt ist ja nicht alles abgeräumt, wo irgendwie keinen Sinn gibt. Ich versuche eben ein Gästezimmer einzurichten mit Heizung. Und davor beim Sicherungsraum Kochplatte. Ein Sessel und ein Tisch und im Zimmer innen ein herziges eben zum Sitzen und ein Nachttischli. Wenn Papa mal will auf Besuch kommen, dann kann sie dort ziffen. Und wenn der Walti will kommen, habe ich unten ein Hundezimmer eingerichtet. Oder? Da kann die Nesti dort auf einer Matratze sein, der Walti auch. Und was immer für Sif geht, ist ziemlich egal dann, oder? Ja, das ist jetzt fast das letzte Mal, dass ich da so muss en Detail bröseln, weil jetzt gibt es wirklich einfach keinen Abfall mehr, oder? Außer ich produziere plötzlich etwas, wo Abfall generiert, glaube ich nicht. Oder? Weil der Estrich ist wirklich leer. Und was ich jetzt da aus dem Garten noch rausziehe, für mehr raus, oder? Das ist alles aus dem Garten. Der erste Meter nach dem Dachengel kommt so Zeug. Und ohne Kohl. Ich habe ja noch nicht viel gemacht. Ohne Kohl. Ich habe da nicht sonst woher. Oder ich habe mich gar nicht mehr gewundert nach einer Weile. Der auch. Der könnte ich behalten, oder? Aber ich habe keine Lust. Oder es ist ja das denkmalgeschütztes Haus, weiss ich nicht, ob es dann am Schluss noch die für ewig verrosteten Sachen montieren wollen. Auch ein Haufen nicht. Und dann habe ich eben geredet davon, ich habe ja hier eigentlich Tür, Angeln, hier nochmal zum einen Laden heben, hier zum Blumenbeet, hier für weiss der Geier war, ein Brügel. Das ist wieder so etwas, vielleicht ein Werkzeug mal gewesen. Das war alles in der Erde gewesen, was auch. Und dann sättige da. Tonnenweise Nägel und ein paar von diesen Zelthaffen. Unschuldige. Hier noch so einen Super. Und dann noch Velokringle. Natürlich, so einen darf auch nicht fehlen. Also wirklich alles. So einen richtigen Prügel nochmal da schrauben. Was haben sie denn da geschraubt? Fragt man sich. Sowas auch. Ich kann nochmal ein Haus bauen mit all den Einzelteilen. Und dann wirklich Nägel, die... Sowas natürlich auch noch, oder? So Rauchglas, Scharnier. Und dann einfach Nägel, oder? Und die haben jedes einzelne rausgeholt. Die waren nicht an einem Haufen gewesen, und man konnte sagen, oh, da hat jemand den Packung liegen gelassen. Da ist immer wieder mal einer gekommen. Das sieht man ja. Also da haben... Oh. Den weiss ich sogar, wo er hingehört im Haus. Da gibt es einen Kasten bei der... In der Küche.
Hier nochmal so Scharnierzeug. Ja. Und jetzt gehe ich eben dort bei meinem Beet, wo ich eben so nahe am Haus bin, wo ich heute nochmal blümeln und Rucola säen. Da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen hacken, weil da kommt immer so ein interessantes Zeug. Also neben dem Metall habe ich ja dort dann auch immer ganz viel Keramik rausgeholt. Das ist ja jetzt hier noch gar nicht dabei. Keramik, wo Platten sind und... Da ist auch ein Nagel. Und das ist jetzt eben für den Bruno, weil er schnallt da, wo er da über dem Holz will er selber verbrennen. Elektroteile tut er einem Kollegen mitgeben, der jeden Sonntag kommt. Und Metallteile, da hat er eben auch jemanden. Kann sein, dass es der gleiche ist. Weil er mir mal eben da mit dem Sonntag zweimal hintereinander am Montag erzählt. Entschuldigung. Ja. Was soll ich jetzt mit dem? Plastik kann tschüss gehen auf ewig. Aber was soll ich mit dem? Soll ich es wirklich in den Dachengel tun, finden, wenn die Besitzerin kommt? Eben. Also ich habe noch mehr davon rausgezogen. Da. Hey, das nervt mich. Ich rumse sicher dann noch ein paar Mal in meinem Leben auf und ab da, oder? Keine Lust drauf. Oder ist es so wie unerledigtes Business, weil ja, schlau montieren oder entsorgen. Und, ja. Aber es ist sicher noch lustig, wenn die Besitzerin mal kommt und zeigt. Oder? Für den. Und ab dann kann ich es ja wegwerfen, dann ist es auch sozusagen abgeschlossen. Ja. Jetzt mache ich da drin immer den grusigen Abfall, den muss ich nicht 100 Mal laufen und sortieren. Ist doch clever. Muss ich nur noch eins für die Steile nehmen und eins für ja, Gras, wenn ich es verschieben muss. Weil da wird ja nicht zweimal lupfen, das Gras. Oder wenn ich Gras wo habe und ich würde es hier pflanzen, dann schmeiße ich sie so einen oder so und transportiere es und dann ist es ja weg. Ist das schön, hä? Wird es da langsam sauber? Gestern ist eine da vorbeigeritten und als sie quasi auf der Höhe von der Tür war, hat man sie gehört, weh. Der hat sicher hat sie den ganzen Abfall da gesehen und die verschimmelten Matratzen und alles. Ja. Gott, man denkt gleich. Oder da hat es ein Loch, da muss ich mich nicht wundern, wenn es nass ist. Oder wenn die Viecher alles wegfressen, innen durch. Dass es so Marsch schon ist von den Viechern. Feucht unten rein vom Gülleloch, das da ist, plus von der Strasse, wo abhält, dass das Wasser abfließen kann. Und dann die Ratten, die Löcher in alles gemacht hat, Wege, oder? Hm. Da geht man jetzt hier durch. Sieht doch hier einigermaßen sauber aus, oder? Jetzt wische ich den mal. Aber dort ist ja wieder das gleiche Problem. Da habe ich den ganzen Abfall wieder auf einem Haufen, oder? Ich schiede recht schnell. Zigarettenstummel gerade schon weg. Ups. Ja, ja, langsam kommt er da. Hä? Das soll jetzt noch einen mitnehmen, was ich brauchen kann. Oder die Nägel sind eben doof, dann läuft man vielleicht im Sommer. Die Baba läuft sowieso barfuß, dann läuft sie den ganzen Scheiß rein. Oder? Also Entschuldigung, aber ist doch einfach Scheiß, wenn Nägel, Glassplitter sogar oben aufliegen. Es ist ja nicht nur so, dass wenn ich buddle, kommt so Zeug unten raus. Es liegt da oben auf, immer. Oder manchmal also liegt immer ein bisschen so Nägel und Glassplitter. Manchmal nur einen Zentimeter unter der Erde ist gerade schon ein Plastiksack, der liegen geblieben ist. Dann merkt man, oh, dort hat jetzt wieder schön Erdreich drunter gefaulet. Und wenn man den weg hat, dann kommt der schon.